Jeder Hobel hat eine andere Möglichkeit, um das Eisen rauszumachen. Beim Sims-Hobel geht es ganz einfach. Man sieht hier hinten den Metallknopf. Wenn man auf den schlägt, zum Beispiel mit einem Hammer, dann geht automatisch durch den Schlag, durch die Kraft des Eisens ganz leicht nach hinten. Dann sieht man hier an dem Feststellkeil auch eine kleine Aussparung. Auch hier kann man reinschlagen. Also zwei Möglichkeiten, das zu verstellen. Ich nehme die einfache. Jetzt kann ich den Keil rausnehmen und beim Sims-Hobel ist die Eigenart oben schmal, unten breit. Auch hierfür die Sohle wegschiebe, dann kann ich das Eisen vorne rausnehmen. Das ist das Eisen und hier ist nochmal so was Komisches oben drüber. Dieses Komische oben drüber ist dafür da, um den Span beim Hobeln abzulenken und rauszutransportieren aus dem Spanhobelbereich. Das löse ich hier, indem ich die Schraube aufdrehe. Und jetzt habe ich das Hobeleisen, das Hobelmesser für mich alleine und kann es scharf machen.